Und das heißt, Ja. wenn du dann quasi dieses bedingungslose Ja zu dir und zu dem Leben sagst, egal wie das Leben gerade aussieht, dann ist es so, als ob man so aus so einem Kokon quasi ausbricht und plötzlich alles aufgeht. Ganz genau. Und mit Ja meine ich nicht zu allem Ja sagen, sondern Ja zu dem, was gerade da ist. Das kann ja immense Wut sein. Das kann ja auch ein absolutes Nein sein. Also manchmal sage ich, hey, ihr da oben, es reicht mir, ja? Oder das ist, ja, und also was sie mir da an Botschaften geben, ist, ja, endlich fühlst du mal was. Ja? Verstehst du? Also Ja. das, was wahrhaftig da ist, weil, ja, wir neigen halt dazu, also ich auch, zu sagen, es ist alles schon okay, wunderbar, du brauchst dich jetzt gar nicht aufregen, das wird schon wieder, ja, aber etwas in dir regt Dabei sich geht auf, es aber ja. ums Aufregen, dass man diesen kleinen Vulkan jetzt und dieses Ausbrechen auch mal zulässt und diese Ja, die Wut oder was auch immer gerade kommt, dass auch mal die rausgeschrien werden darf. das, was da ist, das, was ehrlich, wahrhaftig jetzt in dir da ist, das zu fühlen, das heilt. Und da kommt auch die Unterstützung der Allnatur. Die sagt ja, endlich ist Bewegung, ja? Wow. Das klingt ja wirklich, als ob wir aus einer Erstarrung raus in immer mehr Lebendigkeit kommen. Genau, ja, genau, sehr gut ausgedrückt. Genau das meine ich. Wow. Ganz genau, die unsere Ritterrüstungen ums Herz brechen. Ja, das ist oft der Schmerz. Der Schmerz ist dieses Brechen, aber nicht, dass das Herz schmerzt, sondern diese Schalen, diese Schichten, ja, die möchten jetzt entfernt werden. Und dann können wir wieder frei atmen, dann kann wieder was einströmen, dann kann es wieder lebendig sein.